Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners und heute habe ich The Quiet Man. 12 Jahre alte Oloroso Sherry Cask Small Batch und das ist hier aus Irland natürlich, 46%. Ganz neue Flasche habe ich hier mir gegönnt, kostet zurzeit 64,90 € und das ist hier selten in Deutschland erstmal zu kriegen. Bei mir war es jetzt nur bei whiskey.de. Und ich habe schon einiges vom The Quiet Man probiert. Zum Beispiel, was man auch kennt, den Achtjährigen mit dem Oloroso Sherry Finish. Also das war eine Single Cask Abfüllung oder eine, war es tatsächlich Single Cask? Ja, genau, Single Cask Abfüllung hier für Deutschland. Also, und das hier ist allerdings keine Single Cask, sondern Small Batch. Die Geschichte dahinter ist, dass The Quiet Man jetzt hier, sein Name habe ich vergessen. Genau, wow, ich kann das echt nicht lesen. Er hat ein Klauschiff wie ich. Ja, drauf ist es auch noch, also ich kann das auch nicht lesen. Ja, hui, sehr schön. Also, die Geschichte ist folgendes: sein Papa, The Quiet Man, der war ein Bartender. Und er hat immer wieder einfach zugeschaut, wie sein Papa hier auch in der Kneipe, die haben darüber gewohnt, die unten war die Kneipe, alles gemacht hat. Und dann haben die einfach beschlossen, Mensch, lass uns in Derry, Irland, da tatsächlich eine Distillerie aufstellen. Gesagt, getan. Und die haben seitdem immer wieder neue Fässern einfach zugekauft, bis sie ihr eigene Juice da haben und dann auch verkaufen können. Dreifach destilliert, entweder Middleton oder Bushmills. Ich tippe auf Bushmills. 11 Jahre lang war das ein First Fill Bourbon Fass. Yay! Und dann war es für 200 Liter bei diesen Bourbon Fässern, ganz normal, keine Hogheads. Und dann war es ein weiteres Jahr in einem 500 Liter Sherry Fass, in dem 30 bzw. 32 Jahre lang Sherry drin war von der Bodega Garvey. Also das ist eine richtig schöne Sache bei Facebook, wenn man zu Quiet Man einfach eintippt, auf deren Seite kann man ein Video sehen von 2015, glaube ich war es, kann auch 16 sein, wo diese Fässern angerollt wurde, wo sie es abgefüllt haben, wo der Besitzer da wie ein kleines Kind denn hier einfach sich so gefreut hat. Als ich heute auf der Webseite ging, war dieses gar nicht da. Finde ich echt immer doof, wenn ich, bevor sie überhaupt auf der Webseite Sachen sind tun. Und was mich ein bisschen irritierte, war ein Link zu Lexco. Lexco ist eine amerikanische Firma, die verschiedene Whiskys auch schon aufgekauft haben. Und ich habe ein dumpfes Gefühl, dass sie sich eingekauft hatten bei The Quiet Man. Davon habe ich hier nichts gelesen. Genau, also alles, was ich hatte, das ist auch in Derry, Nordirland übrigens, ganz, ganz wichtig hier. So, genau, ich kann das immer noch nicht seine Handschrift hier lesen. So, alles andere habe ich schon erzählt, 46%. Eine richtig interessante Sache, muss ich schon sagen, The Quiet Man. Ich finde das Konzept gut, ich finde es schön. Manchmal ist es ein bisschen doof, dass sie nicht angeben, dass dieses nicht ihre eigene Produkte ist, dass es tatsächlich nicht produziert würde in Derry, was hier steht. Es steht nur bottled in Derry. Das könnte ein bisschen transparenter sein. Aber jo, lass uns hier mal sehen. Meine Nase sagt, nett. Also mein Control Bourbon war heute, wir machen einfach mal ein bisschen hier zur Seite, das kommt dahin, das kommt dahin. Tatsächlich der Achtjährige, ich werde einfach mal das miteinander hier vergleichen. Ich war davon irgendwie nicht so, ich sag mal mit meinen Worten, angetan. Ja, genau, wir bleiben bei dem Wort angetan. Kommt einfach hier rüber, der Achtjährige. Also der Sherry da ist wesentlich stärker wahrzunehmen. Da ist minimal Sherry hier wahrzunehmen. Hier ist mehr Sherry.
auch von Farbe, von, also kann man auch von Etiketten hier, da kommt man sofort auf das Gefühl jetzt hier, dass das Ololoso ist. Auch dann hinten mit den Farben, Kombination, eine gute Sache. Nettes Emblem auch, finde ich, mit Logo und so. Also, immer wieder entwickelt sich hier bei dem Achtjährigen da ein Geschmack vom Holz, was nicht so gut war. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich vorher in First Fill Bourbon Fässern waren, sondern ich glaube, das war tatsächlich zuerst, und das hatte ich, glaube ich, mein Video auch gesagt, in Bourbon Fässern gelagert. Die haben es umgefüllt dort in Derry in First Fill Bourbon und danach erst später in den Sherry Fässern. Weil man halt eben, ich nenne es immer noch Bushmills zum Beispiel, denen war es egal, wir tun das irgendwo rein, wir produzieren, wir tun das rein, verkaufen wir sowieso. Und das war denen nicht so wichtig, auf das Holz zu achten. Jetzt hier bei The Quiet Man versucht man denn da sehr auf Holz zu achten. Und das ist ein ganz, ganz großer, richtiger Vorteil denn da. Okay, probieren wir mal. Wow. Oh, lecker. Ich bleibe hier bei Bushmills. Liege ich vielleicht absolut daneben. Da ist schon einiges an Holz da drin. Nee, nicht schlecht. Einfach nur einiges an Holz. Heute sage ich okay. Nun lass uns den Achtjährigen nochmal hier vergleichen. Der lag auch ungefähr in der gleichen Preisklasse damals, glaube ich. Ja, hier haben wir das, dass es ein bisschen am Ende kippt. Mit dem Holz. Es wird bitter. Da sind Tannin. Da war schlechtes Holz im Spiel. Ach, das ist das, was mich echt gestört hat an dieser Flasche. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich war auf der Hanse Spirit in, warte mal, Januar, Februar, ich glaube, es war Februar 2016. Und ich habe mit dem Vertreter hier, der deutschlandweite Vertreter, darüber gesprochen. Und er hat auch die Produkte einfach angepriesen und er hat mir Samples mitgebracht. Diese Flasche wurde jetzt auch bei irish-whiskies.de angeboten. Habe ich einfach mir gekauft und dachte, oh. Die können es besser. Die können es tatsächlich besser. Und das haben sie jetzt hier bewiesen, dass sie es tatsächlich besser können. Mit dem 12-Jährigen. Also 11 Jahre lang in ein First Fill Bourbon Fass. Und dann ein weiteres Jahr hier in ein Sherry Butt, den sie eingekauft hatten. In dem 30 Jahre lang vorher Sherry gelagert wurde bei der Bodego Garvey. Ich wiederhole mich, aber ich gebe dir hier ein bisschen Zeit. Also, sehr fruchtig, sehr, sehr fruchtig, ein bisschen zu Aprikose. Und das mit dem Holz, das ist gut. Der Sherry ist nicht so stark, der ist sehr dezent, der hält sich gut im Hintergrund. Also, der Sherry-Fass hat nicht so viel bewirkt, sage ich mal. Also, ich glaube auch nicht, dass die Sherry-Fässer nass waren. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die überarbeitet sowieso denn dort in Spanien erst einmal. Dann nach Derry dort in Nordirland hingeschickt. Und dann wurden sie mit dieser Bourbon, also mit dieses Irish Whiskey Single Malt Triple Distilled Irish Whiskey dort gefüllt aus den Bourbonfässern heraus. Joa, joa, lecker. Also wie ein 16 Jahre alter Bushmills ohne ein bisschen Madeira da drin. Denn das war der Triple O, der Triple Wood, da ist ein Port, da ist Sherry und da ist Madeira-Fässern in den Bushmills 16 Jahre alt. Mensch, ich habe auch davon noch kein Video gedreht, muss ich auch mal. Ich habe echt ein Problem. Zu viele verschiedene Whiskys und nicht genug Tage im Jahr hier. Und dann kaufe ich mir immer wieder neue Dinge, obwohl da hinten immer noch so viele Schätze da liegen, geschweige denn mein ganzes Samples. Probleme. First World Problems, nicht wahr, Leute? Angenehm. Lecker. Gute Transition. Geht immer weiter nach oben. Und dann. Das ist so grenzwertig mit dem Holz. Also,
Ich will fast sagen, dass es kippt, aber nicht ganz. Also es hält sich noch im Rahmen. Es ist ähnlich. Ich habe komische Vergleiche manchmal. Es ist ähnlich, wenn man beim Auto fährt und fängt man an zu rutschen, aber man hat es noch im Griff, ja? Man driftet dann da und da ist man noch nicht außerhalb von dieses, wo man das beherrschen kann. Und das ist genau mit dem Holz. Da ist man Grenzbereich, aber es geht noch. Ja, also 2 plus. Wow. 64,90 €. 3 minus. Also ich weiß, 12 Jahre alt, ich weiß hier, das ist eine neue Destillerie. Dennoch ist das hier zugekaufte Whisky, hat er selbst noch niemals produziert. Deshalb 3 minus für den Preis-Leistung, aber ein 2 plus hier für Geschmack. Sample? Bitte. whiskeyjason@gmail.com. So, meine Frage des Tages ist: The Quiet Man. Welche Quiet Man gefällt euch am besten? Es gibt mittlerweile den Quiet Man No Age Statement. Es gibt den normale 8 Jahre alt. Es gibt den 12 Jahre alt. Es gibt den Single Cask 8 Jahre alt. Und es gibt mittlerweile den Sherry 12 Jahre alt. Welche The Quiet Man gefällt euch da draußen im Internet am besten? Welche gefällt mir am besten? Wahrscheinlich den hier. Das wäre meine Antwort. Also ich muss echt da nochmal überlegen. Aber der war echt gut. Und der No-Age-Statement war auch übrigens echt lecker. Also Preis-Leistungs-Siege von allen 5, die ich bisher von The Quiet Man probiert habe, wäre der No-Age-Statement. Aber der ist am besten von allen, die ich bisher hatte. Okay, bitte liken, abonnieren, anderen erzählen. Wie ich sagte, auch auf meine Sample-Liste schauen oder eine E-Mail hinschicken zu whiskey@jason. whiskeyjason@gmail.com, genau. Und auch dann bitte, bitte, bitte vielleicht bei Amazon irgendwas kaufen, ja? Das wäre gut. So, bis morgen. Alles Gute euch. Ciao.